Einmal Fallschirmspringen, mit einem Rennauto, Hundeschlitten oder Ballon fahren oder in einem Iglu übernachten. Es sind meist Kindheitsträume, die sich viele erst im Erwachsenenalter erfüllen können. Zurzeit zwar nicht überall möglich, aber absolut im Trend, eine Nacht im selbstgebauten Haus aus Schnee und Eis verbringen. Wir waren in Spitalenpyren mit der Kamera dabei. Im Sommer ein Baumhaus, im Winter ein Schneehaus, ein Iglu. Von dem träumen viele Kinder, aber auch Erwachsene. Und es wird doch gern behauptet, in den meisten Männern steckt noch ein kleiner Junge. Ich habe immer schon als Kind sehr gern Iglus gebaut und habe mir dann doch, nachdem ich Outdoor-Trainer bin, haben wir gedacht, da müssen wir irgendwas machen. Und dann ist das bei uns im Team so entstanden, dass wir gesagt haben, wir kombinieren das, Schneeschuhwandern als erstes, dann am Nachmittag Iglus bauen. Und mit dem Ziel, dass wir dann auch drinnen schlafen, wie wir da jetzt schon sehen. Hat immer gesagt, er möchte das machen. Und dann habe ich im Internet ein bisschen gegoogelt und dann habe ich das gefunden und habe es ihm als Weihnachtsgeschenk geschenkt. Und wie ist es jetzt? Ja, lustig. In der frischen Luft, in der Natur, Sonne lacht. Es geht nicht besser. Normalerweise werden die Schneeziegel herausgesägt. Heute muss die Baumannschaft mit Kisten nachhelfen. Hauptsache, es hält. Viel Arbeit, aber es macht total Spaß zu sehen, wie das fertiggestellt wird. Hätte ich mir nicht vorgestellt. Die sind immer freudestrahlend und denen taugt das überall, dass sie gesagt haben, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und wenn man Outdoor begeistert ist, dann gehört das einfach dazu. Wem es doch zu kalt wird, der kann in die warme Bosrückhütte übersiedeln. Also ich finde, es ist schon kuschelig warm. Es hat so 0 Grad im Iglu, es hat keine Minustemperaturen, auch wenn es draußen minus 20 Grad hat. Wie könnte die Nacht dann ausschauen? Kalt auf jeden Fall. Ich bin sehr neugierig, wie man das durchhält, die Temperatur. Zusammenkuscheln. Ja, und schauen, wie es wird. Für die oberösterreichischen Bergeskimos hat Hüttenwirt Gabor ein spezielles Doping parat. Richtig ist natürlich was Warmes trinken, Tee, Jagertee, Schnaps, wird nicht schlecht. Kleine Schnapserl, Zirbe, gute Zirbe haben wir. Und eine warme Suppe vielleicht, ja. Sonst wäre das kein Problem. Also gute Ausrüstung müssen sie haben. Und könnte man dich überzeugen, dass du da draußen schläfst? Ich wollte eigentlich mit meinem Buben, er wollte unbedingt mit mir draußen schlafen, vielleicht machen wir mal das. Ja. Von 7. auf 8. März hat man hier in Spital am Bürn bei der Bosrückhütte noch einmal in dieser Saison die Chance, sich selber mit professioneller Unterstützung sein eigenes Schneehäuschen zu bauen und darin auch zu übernachten. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit und Frau Holle schickt noch ein wenig Baumaterial von oben. Nur das Iglo-Doping ist schneesicher.